Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich wollte schon aus Easter Egg Mountain oder so sagen. Ja, ich bin immer noch am Leveln und nicht so am Ausreißen suchen, aber ich finde es lustig. Viele Spieler versuchen immer irgendwie Eier zu meditieren. Vielleicht kommen die Eier runter. Oder sie lassen sich leider auch überall fallen und sterben dann. Es ist so, ja, nicht gerade so dolle, ja, es ist Ironie, aber die Selbstmordrate ist in Regnum extremst gestiegen und das an Ostern. Stellt euch mal vor, die armen, armen, armen Leute müssen nach den Eiern gieren und sterben die ganze Zeit. Man hört immer wieder hier beim Vulkan, Platsch! Die ganze Zeit, Platsch! Platsch! Und das ist natürlich nicht so toll. Ja, deshalb tue ich Leveln und nicht Osteier suchen. Das ist sowieso schon extrem übertrieben. Im Livestream hatte ich doch irgendwie 120. Und ja, genau 120. Jetzt habe ich 278. Wie schnell? Also ich habe wirklich nicht viel spielen können. Ich mache momentan sehr viel Sport, weil wegen dem wunderschönen Wetter, noch nicht allzu heißem Wetter. Und deshalb habe ich fast nicht Kraft, außerhalb von den Aufnahmen dann noch zu leveln und so. Deshalb leveln wir jetzt einfach in diesem Part mal, weil die Warzone ist tot. Es wurde schon Ewigkeiten kein Fort mehr eingenommen, nichts mehr gemacht. Alle sind am Osteier suchen und der Server, wir werden ihn mal ein bisschen beobachten, hat immer so Lag-Spikes von 1600 Ping plus. Das heißt, also es sind zu viele Spieler online, die Server sind viel zu schwach für so viele Spieler. Und ja, ich sehe das, man wird fast nicht in Ruhe gelassen. Aber es ist auch irgendwie geil. Ja, und ich muss ja beim Leveln jetzt nicht unbedingt immer so ein standhaftes Bild haben. Die Gegner dürfen auch mal passieren, nichts machen und ja, ich ja auch nichts, kann ja dann auch nichts machen. Es wird einfach die ganze Zeit gestoppt und ja. Ich finde, eben. Man sollte sich eigentlich für Regnum gar nicht mehr, oder von Regnum eigentlich sich gar nicht mehr nerven lassen. In letzter Zeit war es halt auch ein bisschen heftiger, weil so viele Events kamen, die nicht so gut waren. Und vielleicht auch die Spieler ein bisschen genervt haben, weil sie so extrem aktiv sind und hat immer OP und alles Mögliche. Deshalb spiele ich ja jetzt gerade momentan nicht so gerne Warzone jetzt mit dem Jäger vor allem, der mega schwach ist noch, oder? Und heilen muss ich ja meistens auch nicht so gut. Deshalb, ja. Momentan Oster-Event geht's nicht. Wenn so Oster-Event fertig ist, können wir wieder Parts machen, wo ich heile. Oder vielleicht auch wieder die Jäger-Parts, also mit dem Jäger spielen. Aber momentan ist es halt echt nicht gut. Also man kommt zu nichts in einer Aufnahme. Und das will ich euch ersparen. Deshalb einfach leveln. Das ist das Einzige, was ich eigentlich für euch machen kann. Und ja. Also ich bin momentan sehr motiviert, Regnum zu zocken. Nur eben wenig Zeit und dann nicht so greedy wie andere Leute und deshalb auch nicht so motiviert, jetzt ständig da Aufnahmen zu machen. Vor allem eben nervt es mich halt auch, dass ich keine Livestreams machen kann, weil ich die Kommentare nicht sehe und die wollt ihr gerne, dass ich die beantworten kann und so. Dann muss ich mir aus dem Spiel tappen. Dann stürzt das Spiel wieder ab und alles Mögliche. Lieber nicht und deshalb muss ich aber Geduld haben, bis ich da ja einen zweiten Bildschirm kaufen kann. So Ende Monat wird es wahrscheinlich dann sein und dann werde ich leisten. Ja, und ihr hoffentlich auch Geduld haben. Aber Dankeschön, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt natürlich. Ich freue mich immer über groß, also viele ja, Besucherzahlen, lange Besucherzahlen. Und auch über Kommentare. Also vielen lieben Dank für die vielen Kommentare in letzter Zeit. Vor allem positive Kommentare. Manchmal haben auch Leute irgendwie so ein bisschen Komisches geschrieben. Sind wahrscheinlich selber irgendwie genervt oder sonst irgendwas. Aber das ist völlig verkraftbar, weil YouTube tut diese Kommentare überhaupt nicht freischalten. Sind halt über, ja, über Generve, ich mache bessere Videos und so Sachen. Und das wird wegen Werbung bei mir gar nicht freigeschaltet. Weiß es auch nicht, wieso. Ich habe es, glaube ich, mal angestellt oder so. Und das ist schon irgendwie komisch, dass jetzt plötzlich bei mir wieder Werbung kommt die ganze Zeit. Oh, dieser Kanal, der ist doch viel besser und so. Ja, von mir aus. Ich mache ja nicht unbedingt so hochqualitativer Content. Vielleicht eine gute Optik, also
als grafisch ein bisschen besser, wegen nicht so runterrendern. Und ja, vor allem mein Headset muss ja noch besser sein, also mein Mikrofon auch sein neues Mikrofon haben. Und alles Mögliche. Es gibt noch viel zu verbessern bei mir. Aber wer mir da helfen kann, der ist natürlich auf großen Stellenwert. Und die Jennifer Lopez ist aufgewacht. Die ist endlich wieder am Keyboard. Ja, ich finde leider keine mehr. Die sind wahrscheinlich da oben. Also überall sind die Spawns viel zu klein. Man geht halt einfach schnell. Ich habe vorher einen anderen Bashi gefunden, der hier oben gelevelt hat, bei den Säbelzahntiger, wo ich eigentlich immer level. Hier. Und der hat Gegner angegriffen, die wahrscheinlich orange gewesen sind. Der hat so wenig Schaden gemacht. Wieso levelt der an solchen Gegnern, nicht Gegnern, die er killen kann in kürzester Zeit? Das gibt im Schnitt viel mehr XP, als wenn man halt wirklich extrem wenig Gegner killen kann, weil sie einfach zu zäh sind. So. Hier haben wir wieder diese Trolle, die geben gut XP, sind halt ein bisschen zäher als die Säbelzahntiger. Aber ich finde, hier zu leveln ist ja sowieso besser. Auch weil es viel mehr Eier gibt. Da spawnen viel mehr Eier. Und wirklich manche sind 24 Stunden lang am Eier greeden. Also, ja, ich komme ja immer wieder, wenn ich kurz Zeit habe, so zwischen dem Sport und so meistens online. Und ich sehe immer noch die gleichen Spiele, also die gleichen Spiele. Es ist schon extrem, wie das Event einfach so alles beschenkt. Die Leute einfach froh sind, dass sie endlich beschenkt werden vom Spiel. Aber so süchtig gemacht werden. Ich finde es einfach irgendwie komisch vom Entwickler. Ist das eine Drogenfabrik? Sind es gar keine Spieldesigner? Weil so richtige Neuerungen haben sie ja auch nicht gebracht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die neuen Entwickler sind wirklich noch schlechter als die alten. Noch viel schlechter. Weil das geht einfach nicht, tausende von Events zu machen. Es geht einfach nicht. Man kann mal wieder Regnum ohne Event spielen. Das ist seit ungefähr 5 Monaten nicht mehr der Fall. Entweder ist XP-Bonus ein jahreszeitliches Event oder es ist ein Fasnacht, Karneval-Event, Oster-Event oder ja, dieses schwarze, ja, diese Pest da. Gargul-Pest. Und ja, das stinkt mir ein bisschen, weil eigentlich möchte ich euch zeigen, wie ich in der Warzone Ding, aber ich werde immer wieder abgelenkt, oder? Ja, mal ist dieser Charakter halt auch nicht so gut, wenn ich die Items nicht habe. Mal habe ich eher Lust auf etwas anderes, weil es mir langsam stinkt. Das Grinding, dass man so lange leveln muss, stinkt mir. Es stinkt mir ein paar Sachen, aber dafür machen auch so viele Spaß. Wirklich Spaß. Man muss einfach bedenken, dass das ein 0815 Asia-MMOG ist aus Argentinien. Argentinien liegt ja in Asien, habe ich gar nicht gewusst. Ja, dass die wirklich auf Asia-MMORPG machen. Also wirklich stundenlanges Grinden. Optische Sachen sind alle nur zum Kauf da. Und ja, da hat sich jemand auch runtergeworfen. Hey, geht's noch? Am liebsten würde ich denen wirklich auf Spanisch sagen: Verzieh dich, du Pestgrund. Nein. Aber wenn wir schon bei Pest sind, eben dieses Gargul-Event war ja schon extrem gesuchtet. Und jetzt auch noch Oster-Event. Ich glaube, die Spieler sind einfach süchtig und deshalb läuft das Spiel auch noch so gut. Ist ja gut. Ich habe ja nichts gegen süchtige Menschen, aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen einen negativen Einblick. Die armen Leute, die nichts mehr machen, außer Regen und Zocken. Aber lassen wir es. Es ist ja nicht unsere Schuld, oder? Also, falls ihr auch süchtig seid, tut mir leid, aber ich finde irgendwie, das ist völlig sinnlos, ein Spiel so nachgeben. Einfach das extremst, ja, ein Spiel süchtig macht. Das ist nicht gut. Eben, es ist sogar schon fast eine Krankheit. Ja, es ist eigentlich in Deutschland, glaube ich, schon eine Krankheit. Eine offizielle Krankheit in der Schweiz, glaube ich, noch nicht. Aber, ja, Leute, macht nicht euch so abhängig von einem Spiel. Spielt aus Spaß und nicht aus Suchtgründen. Ihr verpasst nichts. Außer schneller vorwärts zu kommen, aber dann heißt es auch wieder, ja, ihr müsst ein anderes Spiel spielen, weil ich schon fertig bin. Ihr müsst einfach bedenken, ihr kommt extrem schnell vorwärts, wenn ihr süchtet.
suchtet. Und das macht einfach dem Spieldauer, wo ihr ein Spiel spielt, extrem zunichte. Ist schade, weil man muss doch Spiele genießen können. Genießt die Spiele. Ja, ihr habt ja wahrscheinlich jetzt auch im Hinterkopf, ja, der Drago, der macht nie vorwärts. Ja, ich genieße ja das Spiel. Ich mache die Sucht nicht. Und das heißt halt auch, dass ich ein bisschen Geduld haben müsste, bis ich wieder extreme Warzone machen kann. Ich kann ja mit dem Barbar jetzt auch schon Warzone machen, aber dann seht ihr mich immer sterben. Ich habe noch nicht das Top-Equip. Und das möchte ich euch nicht zeigen. Ich habe sogar eben mehr Einverständnis an euch, dass ihr nicht jetzt so oft zuschaut vielleicht. Oder ja, es hat eher nicht gerade momentan so spannend ist, als ihr zu mir. Das würde ich mir auch gerne wünschen, dass ihr wirklich Einsehen habt, dass ich halt jetzt momentan echt nicht so viel Let's Playen kann. Ich kann nicht mehr so viele Videos hochladen. Jetzt momentan bin ich so am Sport machen, weil ich sehe, ich werde viel schneller besser im Sport. Das ist auch eine Sucht. Es gibt auch die Sportsucht und die ist wahrscheinlich auch fast schon anerkannt. Aber das will der Körper, das will nicht mein Gehirn. Wenn der Körper sagt, ich muss raus, dann gehe ich raus. Das ist der Körper, der braucht Bewegung. Und deshalb kann ich einfach sagen, dass ich momentan echt nicht so Lust habe zu Let's Playen oder zu Livestreamen vor allem. Das braucht sehr viel Zeit, Livestreams, weil man ja auch lange Livestreamen möchte mit euch zusammen. Und wenn das wieder besser läuft, vor allem einfach ich auch wieder ein bisschen fitter werde, nicht immer so müde bin, dann werde ich sofort wieder weitermachen mit viel Let's Play. Es kommt wieder täglich 2 Folgen oder 3 Folgen und noch ein Livestream. Also einfach bei mir noch ein bisschen Geduld haben. Es geht schon bald wieder weiter. Ja. Und außerdem freue ich mich auch riesig, wenn alle 2, 3 Tage wirklich eine gute Folge kommt, wo ich auch ein bisschen etwas Gedanken über so Sachen gemacht habe, was wir reden und so weiter. Dass ihr auch gute Dinge hört, oder? Es geht ja nicht immer nur ums Spiel als Let's Play. In einem Let's Play. Es geht meistens eher ums Reden, um Spaß haben zusammen, also dass ich das einfach aufnehmen darf. Das ist für mich Luxus. Ich darf für euch Videos aufnehmen, die so zwischen 30 und 80 Aufrufe haben, je nachdem. Das reicht mir. Ich brauche nicht mehr Aufrufe. Hätte aber gerne noch ein bisschen mehr Community, also Aufrufe, die wirklich auch etwas machen. Ihr müsst keine Angst haben bei mir. Ich beiße nicht. Ich beantworte auch alle Fragen und ja, aber auch sehr viel Spaß, wenn jemand mitspielt. Nur eben, viele sind halt scheu und ja, eher nicht so gewollt, jetzt mit einem Let's Play oder so zu zocken. Das verstehe ich. Und ich bin sowieso eigentlich auch eher der Einzelgänger, der Spiele alleine spielt, obwohl wir sie online sind. Aber dort mich dann immer sehr gerne anschließe, wenn ich wirklich auch das habe von anderen. Ich alleine mache halt nicht so viele Anfragen. Ich sehe immer wieder zwischendurch, nicht während der Videos, sondern meine Kollegen. Und ja, rede auch relativ viel am Bind. Aber hier habe ich noch wenig Kollegen. Ich tue jetzt die anderen nicht hierhin, weil ich jetzt auch weniger Kontakt habe mit dem Beshi. Die wissen meistens auch nicht, dass ich der Beshi spiele. Die denken so, ja, ich würde irgendwas anderes spielen, wo man nicht als Freund ist, oder? Aber jetzt das Beste genau wissen sie wahrscheinlich nicht jetzt momentan. Das ist eben zurückgegangen. Die meisten farmen nur und wollen jetzt momentan echt nicht Freunde sein. Finde ich schade. So, die großen Wiesel habe ich gar nicht gesehen, sind jetzt gelb. Also, sie sind noch sehr zäh, aber weil wir Level Up hatten, sind die jetzt auch gelb. Toll, jetzt haben wir mehr Gegner hier zu killen. Aber eigentlich möchte ich ja hoch zu den Griefens hier rüber. Ja, gehen wir mal zu den Griefen und schauen, ob die blau sind oder gelb und trotzdem nicht zäh. Weil die Beschwörungen haben immer ein Problem. Wenn du zu hochlevelige Gegner angreifst, haben die einen extremen Debuff im Schaden. Oder die Gegner einfach zu sehr Zähigkeit. Und das ist nicht gut. Als Beschwörer musst du unbedingt blaue Gegner angreifen. Das geht einfach am besten, am schnellsten hast du am meisten EXP. Aber die meisten Leute greifen mit Beschwörungen und ja, die Jägertiere
zu hohe an und leveln dann mega langsam. Und ich bin so einer, der halt nebenbei bleibt oder beim Leveln und dort auch verweilt. Also ich sage jetzt nicht dem, ja, levelt doch am besten irgendwo anders, oder die sehen meistens auch nicht, dass ich wirklich ihnen alle Gegner wegschnappe oder so. Die leveln einfach weiter, fertig. Haben halt dann viel zu wenige Gegner. Aber ich kille alle mega schnell, weil ich auch, ja, es ist noch Gelbschale. Ja. Das ist immer so nervig, wenn man keine Gegner findet, weil viele Gegner nicht immer das gleiche Level haben und deshalb immer gezwungen wird, an einem Ort zu leveln, wo andere auch schon leveln. Ich würde die am liebsten einfach meiden können und irgendwo anders leveln können. Ich bin eben so einer, den anderen aus dem Weg gehen, aber andere gehen mir nicht aus dem Weg. Und deshalb, ja, gehe ich denen auch nicht mehr aus dem Weg. Also wenn ich da leveln will und muss, dann muss ich dort leveln. Und deshalb machen es die Gegner ja auch nicht, dass er die Gegner an den Mitspielern im eigenen Reich. Und ja. Also die Griffons sind viel weniger zäh. Greifen wir die halt jetzt auch mal ein bisschen an. Endlich können wir es ja. Das ist Level 48. Ja, dieses Teil ist immer irgendwo falsch. Ja, 48. Und können eigentlich hier sehr gut leveln mit einem XP-Boost oder so. Aber ich setze momentan nichts ein. Was haben wir denn für Geld? 37.000, ja. Ich möchte nämlich noch andere Sachen kaufen. Aber eine Hoste, das gibt es nicht seit heute. Und gestern noch nicht. Ja. Das sind unterschiedlich scheinbar. Ja, den Feind zu verwirren. Ja, wenn das wirklich auch gehen würde. Endlich mal die KI aufheben würde von diesen Teilen. Also, was ist der Unterschied zwischen diesen drei Hasenhoren? Einer ist 3750. Man hat keinen Blick. Seit wann sind die Entwickler so faul und machen kein Bild rein? Na toll, dann kauft man etwas und es gefällt einem nicht. Zurückkaufen kann man sie, also zurückgeben kann man es ja auch nicht. Finde ich wirklich toll vom Entwickler. Die Templerkleidung hat nichts mit Ostern zu tun, oder? Da war damals Kreuzzug an Ostern. Ja, ich möchte ja unbedingt einen Rucksack kaufen für diesen Charakter, weil das mein Farm-Charakter sein wird. Schon wieder weg. Mann, die Pets sind immer so schnell weg. Dann, ja, was ist eine Kiste? Ah, das sind Sachen. Das Auktionshaus. Ja, man will nicht zum Auktionshaus laufen. Komm, kaufen wir das. So sind die Leute manchmal. Direkt hierhin, an den Levelplatz. Dann ist wieder das alles verbuggt, weil die Händler nicht despawnen. Ja, finde ich interessant. Sehr interessant, wie manche Menschen denken. Ja, Rassenwandel möchte ich nicht machen. Ich hab's gern so als Mensch. Ich finde, Magier müssen meistens Menschen sein. Ich hab's nicht so gerne, wenn so ein, ich sag mal den Ziegen oder ein Zwerg oder ein Ding. Ich habe einen Beshi gesehen, der Lamai heißen sie, oder? War. Und, also nein. Ja, ich weiß, doch, Lamai sind es, glaube ich. Und ja, sieht man, dass ich zu wenig Lamais zocke und das einfach zu spät der Content war, wie früher, als ich gesuchtet habe. Ja. Ja, es gibt wirklich, ich habe nachgeschaut, es gibt wirklich keine Game Masters mehr. Das ist einfach wegen dem Wechsel jetzt auch und einfach auch, weil die Game Master auch nicht mehr Bock haben. Aber was würde es sein, wenn mal kein OS-Event kommen, sondern Game Master, die irgendwie selber die OS-Eier verstecken irgendwann am Platz, wirklich mehrere und die wirklich viele Dinge haben, Benutzungen? Das wäre viel ein besseres Event, oder? Wenn einfach ein Game Master unsichtbar irgendwo despawnt, zum Beispiel in der ersten Minute bei Ignis, nach 10 Minuten Syrtis und nach 30 Minuten Alcios. Das wäre doch viel besser. Also ich finde irgendwie, ja, die Entwickler machen halt echt alles zu langweilig, zu wenig Interesse, etwas zu entwickeln. Das ist so schade.
Ich bin wirklich einer, der wirklich liebt Content-Updates. Zum Beispiel bei Last Epoch, was die geleistet haben. Das sind fleißige Entwickler. Zum Beispiel Wolken oder Wolzen. Ja, die haben aufgehört. Die haben schon seit einem Monat nicht mehr ein richtiges Update rausgebracht. Ja, klar, das kann keiner mehr spielen. Es will wirklich kaum noch einer spielen Wolzen. Und zum Beispiel Final Fantasy 14 ist too much. Es kommen zu viele Updates. Das mögen die Spieler auch nicht, wenn ständig irgendwas zu tun haben muss oder so. Und dann kommt man nicht nach, dann kann man nicht zu Ende spielen, wie zum Beispiel bei Elder Scrolls Online. Ich kann das niemals. Dieses Prolog zu Greymoor kann ich unmöglich beenden, weil mein Charakter auch noch zu schwach ist und so. Es ist halt unglaublich, wie manche Entwickler zu viel machen und manche Entwickler zu wenig. Oder einfach nur schlichten Content, also Quantity Content, sagt man dem. Sie schauen, dass so viele Updates wie möglich kommen, aber so schlechten wie möglich. Und das ist nicht so gut. Eigentlich sollte es so gut wie möglich und so wenig Updates wie möglich. Also ja, so schnell wie möglich, aber. Oder? Aber einfach, dass der Content wirklich grandios ist. Nur welches Spiel macht das? Ich dürfte gerne ein Spiel nennen, wo das gemacht wird. Wirklich qualitative Content. Ja. Gut. Dann habe ich auch wieder einen Plan für die Zukunft. Da mal ein bisschen nachzuhacken. Einen Entwickler mal zu fragen, wieso er so schlechten Content macht. Ich bin halt keiner, der sich so ein bisschen ruhen lässt. Ich bin recht mürrisch, wenn irgendwas nicht gut läuft. Das ist klar. Aber. Ja, man will ja auch Qualität. Man ist so verwöhnt von den Spielen, da möchte man einfach bessere Qualität so langsam haben. Ist einfach so. Man ist einfach gähnend langweilig manchmal, gelangweilt, wenn man ja nicht so ein guter Content bekommt. Ja, bis ich jetzt eben wieder Level 60 bin, also wieder Level 60, ja, Level 59 bin, wie beim Baba, geht noch einige Zeit. Aber dann können wir auch sehr gut Warzone machen. So mit Level 52 werde ich sicher mal viel mehr Folgen in der Warzone wiederbringen. Und bis dann müssen wir halt ein bisschen auch Folgen bringen, wo ich einfach level. Es tut mir leid, dass es so langweilig ist in diesem Part. Ich kann aber anderen Content momentan nicht bringen. Wir könnten noch den Rest des Parts ein paar Ostereier suchen. Aber ja, dann fehlt mir wieder die Zeit, um wirklich zu leveln. Ah ja, wir können die Lootbox-Boxen noch öffnen. Wir sind jetzt Level 59. Oh, brennende Pfeile, cool. Beat, was? Beat? Beatmaster? Das ist der Beat von Regnum. Glücksspiel Bronze, Glückskiste Bronze. Öffnen. Rüstung immer. Meine Waffen findet ihr genug. Ist wahrscheinlich gar nicht besser. Was ist das? Armschienen? Was sind die Armschienen? Da oben. Doch. Ist besser. So, nächste Bronzekiste. Rüstung. Macht mal etwas Besseres. Nein, nichts Schlechtes. 48. 192. Und die ist besser. 200. Oh, jetzt sehe ich ihn nicht so schön aus. Mann, ich mochte das Blau. Bitte jetzt mal etwas Grünes. Ja! Das ist gut. Ja, aber wir sehen immer noch gleich aus. Und? What the fuck? Was sind das für schlechte Kisten, ey? Und die findet man in Eieiei. Das ist Umweltverschmutzung. So ein Blatt Papier. So ein kleines Stück Papier da in die Eier zu stopfen. Wenn es nichts bringt. Es ist ja nichts wert. Ei, du. Ist alles ein bisschen gespielt, klar. Aber ich finde cool, dass wir so viele Magneten haben. So, jetzt wird es wahrscheinlich für euch auch ein bisschen langweiliger. Okay, die Server sind eigentlich recht stabil wieder. Glückwunsch. Ihr habt es gefixt. Ja, zwei Magnetstücke. Das ist jetzt meistens, weil ich schon wieder ein paar Eier eingesammelt habe. Aber hier seht ihr, ja, die Entwickler wollen gar nicht, dass wir farmen, aber die Spiele sind trotzdem zu süchtig, um die zwei Magneten meistens dann einzusammeln. Ja.
Ich nicht. Ich auf jeden Fall nicht. Ich werde einfach nicht süchtig. Ich spiele so Spiele, dass es noch im Rahmen bleibt. Und es reicht. Tut mir leid, dass manche bei mir weniger Zug sehen, also dass ich einfach Spiele zu wenig schnell spiele. Aber das ist einfach mal so. Ich kann mich nicht zwingen, süchtig zu sein oder für euch jetzt wirklich extremst mich um das Spiel zu kümmern, dass ich leveln kann. Ich könnte es schon, aber dann würde ich mega Langeweile haben, das Training vermissen, das Fußballtraining vermissen und dann noch halt einfach auch nicht so Content bringen kann, weil ich ja gelangweilt bin. Ich möchte ja im Video und im Let's Play dann gar nicht gelangweilt sein. Einfach ein bisschen kritisierend, aber das ist normal, wenn ein Spiel halt für euch einfach das Wichtigste ist. Für mich ist das Wichtigste, Regnum zu spielen überhaupt. Nicht ein anderes Game, nur Regnum. Und trotzdem halt dann immer wieder sieht, ja, die Entwickler machen nichts Gutes, oder es ist halt immer noch gleich, man macht die ganze Zeit immer noch das Gleiche, dann, ja, bin ich halt eher am Bonzen. Aber gut. Kann man nichts machen. Lady Ice habe ich auch noch nie gelesen. Das sind Spiele, wahrscheinlich einfach wieder mal kommen, die online kommen. Schon lange nicht mehr gezockt haben. Aber finde ich irgendwie toll. Dass einfach die Leute wieder zurückfinden wegen den Updates. Nur eben, es ist halt echt zu wenig. Also, ich würde jetzt nach langer Zeit nicht zurückkehren wegen einem Oster-Event. Ich weiß nicht, hier oben ist nie etwas. Also, ich weiß nicht, wieso die Leute dort hochgehen. Das ist ein Bindestück. Ihr seht es dahin. Und hier ist wirklich eigentlich auch nie etwas. Es ist meistens hier auf dieser Ebene, hier drüben und hier oben. Hier oben die meisten Eier. Einfach so, dass ihr es auch wisst, wo die Eier sind. Aber ich möchte sowieso ein bisschen euch mehr supporten können. Deshalb sage ich immer so Tipps, wie ich das eigentlich. Ja, die Leute versuchen überall hinzukommen, auch hier runterstürzen lassen. Immer diesen Selbstmord wegen dem Rutschen und so. Ich weiß es nicht, die Spieler wissen gar nicht mehr, was möglich ist und was nicht. Finde ich irgendwie lustig. Okay, der andere Magierbeschwörer ist auch weg jetzt hier. Dann kann ich hier wieder leveln. Hab zuerst mal ein paar Ostereier finden. Wir sind die Ostereier, Kumpels. Wir suchen Ostereier. Ich bin nämlich auch grad süchtig nach denen. Nein, ich bin echt nicht süchtig. Ich mache das jetzt nur wegen dem Part zuliebe, dass wir ein bisschen Abwechslung haben im Part. Und ja, eben, es ist ja eigentlich nie so richtig schlimm, wie ich es manchmal auch sagen möchte. Es macht trotzdem immer wieder Spaß. Ich liebe Regnum, dass es immer wieder Spaß macht, aber dann auch immer wieder ein bisschen am Motzen ist, oder? Ein bisschen, ja, doch nicht so viel Spaß hat. Und so weiter. Ah, oh, Nostai und Gestein. Die Gesteine wurden extrem selten. Es sind zu viele Spieler immer unterwegs. Und die machen halt echt. Oh, Glücksschiff Silber. What the fuck? Es gibt auch Silberkisten. Jetzt habe ich so viele Ostereier schon aufgemacht und es gibt Silberkisten. Okay, weil die jetzt am Level gebunden sind, müssen wir die öffnen. Sonst hätte ich die aufgespart. What the fuck? Was ist denn das für ein Schmarrn? Okay. Glücksspiel Silber sind auch mega Abzocke. Dankeschön, liebe Entwickler. Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. So etwas Schlechtes. Wir haben keine Gegner mit Aufschlitzschaden. Oder machen die Säbelzahntiger auch Aufschlitzschaden? Denke schon. Ja, ich brauche keinen Magblitzschaden-Resistenz. Ja. Hier unten sind auch gerne. Aber da bekommt man auch wieder Fallschaden, wie zum Beispiel jetzt. Wow. Ich sterbe. Ich sterbe, weil man nicht dort rutschen kann. Fa. Da kann man doch nicht rutschen. Das ist nur das Spiel. Nur in diesem Spiel rutscht man. Ich mache gerne Wanderungen. Als Ausgleich leicht zum Joggen. Also, dass ich auch mal ein bisschen weniger anstrengend laufen muss, oder? Also wirklich joggen. Ich renne sogar schon fast. Also, ja. Geschwindigkeit ist schon fast drin. Aber das jetzt wirklich.
ich noch nirgendwo in einen Berg hochgekommen bin als Wanderer. Das ist nicht so. Also das, was man jetzt hier runtergerutscht ist, kann man 100% stehen bleiben. Da fällt man nicht, dann rutscht man nicht, da passiert gar nichts. Aber in diesem Spiel ist das Rutschsystem so unglaublich stark, dass man sich eigentlich gar nicht mehr an den Rand traut. Nicht mal an eine Ecke von einem Berg. Es ist unglaublich, wie schwer das ist, eingestellt ist. Es ist unglaublich, es nervt schon gewaltig, dass man einfach runterrutscht, weil man ja ein bisschen besser auch schauen möchte und so. Ja, gar danke. Er schützt sich, wenn ich will, er dann sauber spreche. Ah, doofe Ding. Ich will einfach ein bisschen XP abfahren. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, weil er natürlich ausweicht. Ja. Aber Leute, ja, macht doch nicht so viel Schaden, ey. Helft mir lieber mit dem Golem. Die Spiele manchmal. Greedy as fuck. Ja, die hätten mir auch helfen können mit dem Golem noch kurz. Ein paar Sekunden verlieren würde das natürlich auch nicht wettmachen. Also würde das jetzt auch nicht ja, schaden. Aber nee, die Entwickler, die Barbaren mit den 1600 Schaden können natürlich nicht noch den Golem kurz besiegen. Aber es war süß. Also, ich finde immer, ja, die Spiele sind halt einfach so. So richtig genervt über das Spiel oder so und wollen einfach gar nichts. Nicht mal helfen, wenn einer angegriffen wird von einem Ding. Ja, NPC, also Gegner. Aber das ist so süß, weil, ja, ich könnte wirklich die Hilfe auch gebrauchen. Nur ich merke, ja, niemand möchte natürlich helfen. Und ich sehe immer wie mehr, wie die Leute einsam werden, keine Kollegen mehr haben. Und bei mir ist es halt auch sehr schlimm, weil ich jetzt momentan echt keine Lust habe auf Warzone. Wenn nicht so viel in der Warzone passiert. Es ist also so aus der Welt, aber gut. Aber ich finde es einfach so süß, dass man so unerwartete Sachen bekommt, wie zum Beispiel, ja, ich möchte gerne auch einen Gegner mal killen können, weil die Igne auch wieder mal hier sind, oder? Und dann sofort sieht, ja, es bringt ja gar nichts abzusteigen, weil die, ja, Mitspieler so mega OP sind oder die Gegner so schlecht sind. Aber das ist jetzt ungefähr das fünfte Mal, wo ich das sehe, dass einfach bei mir mit so einem geringen Level gar nichts zu holen gibt. Und ja, es auch niemand, keinen Gegner mehr angreift mich. Also am ersten Tag vom Oster-Event, vor ungefähr 3, 4 Tagen oder wann das war, am Mittwoch, gell? Am Mittwoch hat mich jeder Igen und Hirte angegriffen. Und dann hat sie am nächsten Tag eigentlich schon aufgehört. Niemand greift mehr andere Gegner an. Also jetzt gerade die Eisen, natürlich die Igen. Es wird extrem wenig gemacht. Es ist einfach Frieden. Die drei Reiche, die tun sich gar nicht mehr angreifen gegenseitig. Und das ist schon irgendwie auch ein bisschen extrem, wie die Entwickler da wieder gefehlt haben. Es ist einfach nicht mehr machbar ist, einen Gegner anzugreifen. Und das ist auch gut so. Es gibt keine Leveler-Killer mehr. Es gibt keine Gegner, die anderen von den Pferden, also von den Reitern, schubsen, schießen oder so. Und ja, man ist einfach, wird in Frieden gelassen. Das ist sehr schön. Aber eben für ein Spiel, das noch etwas von sich hält, dass die Entwickler noch etwas vom Spiel halten. Nein, machen sie nicht. Stimmt. Aber, dass man halt einfach sieht, dass das Spiel noch lebt und jetzt so zum Einschlag gerät, ist schon halt, ja, eher negativ. Weil die Entwickler könnten so Gutes machen mit so wenig Arbeit, aber sie machen schlechte Arbeit mit zu viel Arbeit wahrscheinlich. Die brauchen so 20 Jahre, um einen Text zu schreiben, ein paar Eier einzubauen. Ja, machen sie gerne. Aber wie lange geht jetzt das Osterevent noch? Haben sie noch nicht geschrieben. Also eventuell noch 2, 3 Wochen. Von mir aus. Aber für mich ist Ostern am Dienstag fertig. Aber es ist ja auch besser, wenn es länger geht. Schade, haben wir keine Eier mehr. Schauen wir mal kurz. 34 Minuten, okay. Ja, dann einen längeren Part. Wir haben noch ein paar Ostereichen gesucht. Ging noch einige Zeit. Aber, ja.
Vielen Dank fürs Zusehen. Wirklich toll von euch, dass ihr nicht so gelangweilt seid. Und wirklich viel Spaß auch mit dem Spiel oder mit meinen Let's Plays. Und ja, mit den Livestreams hoffentlich bald. Oder mit anderen Dingen. Genießt das Leben bitte. Ja, und seid weniger mürrisch als ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.